Und nun zum aktuellen Splatfest-Kampf erinnern. Punkasius Skatepark. Der Mietrichter wollte sich mal die Kokosnuss holen. Dann kam er nicht mehr von der Palme runter. Sag bloß, die Feuerwehr musste ihn retten. Camp Schützenfisch. Ach, ein Ferienlager. Da bekomme ich direkt Lust auf Brathering. Oh ja, und Seegürkchen. Was? Heilbutthafen. Wie macht der Mietrichter das eigentlich? Die Kampfergebnisse sind immer so schnell da. Vielleicht benutzt er seine Schnurrhaare als Radar? Ja, das könnte ich mir vorstellen. So. Und zwar ist es Splatfest. Und natürlich Geister gegen Zombies. Ich hoffe, es sieht auf jeden Fall sehr... So, hier kann man ja welche Leute sehen, welches sie so gewählt haben. Hier sind so, wir sind so hier die Zombies und diese hellblauen Türkis sind so die Geister. Ich habe aber das Gefühl, dass irgendwie Geister gewinnen wird. Ich hoffe mal nicht, aber wir sehen das ja. Wir sehen das ja. So, der erste Splatfest-Kampf startet hier im Punkasius Skatepark und ich mag gerne Splatfeste, weil da sind die immer so schön bei Nacht und das sieht immer so schön aus. Und ja, vom Rang her scheinen die relativ niedrig zu sein, also zumindest in 2. Also sind wir vielleicht von den Rängen her, also von der Stufe her, ein bisschen, also sind die Gegner ein bisschen unterlegen, aber die Stufe sagt ja nichts aus, ne? Behaupte ich jetzt einfach mal. Ob das stimmt, das ist eine andere Frage, aber mal gucken. So. Natürlich, aber wir scheinen jetzt schon sehr in Führung zu sein. Das ist schön, das freut mich. Wir Zombies müssen gewinnen, weil wir Zombies sind. Zombies sind cool. Wenn ihr meine Zombies beleidigt, ne? Psaue, geh weg. Geh weg. Boah, wenn du mich jetzt getötet hättest, ne? Das wäre nicht so schön gewesen. Und der laggt drüben. Der laggt. Deswegen gehe ich weg. Der lebt. Der laggt ein bisschen. Ich bleib hier so schön und färbe den Rest hier ein und ihr könnt töten und sonst was tun und ich färbe den Rest hier ein. Darauf können wir uns alle einigen. So. So, da klatsche ich nochmal ein Tinfernoli hin und gehst du weg. Hau ab. Nee, geh da weg. Geh weg. Sag mal. Alter. Hm. So, und du gehst auch weg. So. Die zwei sind schon mal weg. Das ist schön. Weil das hier ist meins hier. Alles meins. So. Böse Gegner. Das will ich einfärben. Das soll alles schön lila sein. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sich das Splatfest später ausgewirkt hat. Also wer wohl gewinnen wird. Und ja, ich hoffe mal die Zombies, aber ich denke auch ein bisschen Geister. Ich könnte aber glauben, dass es auch irgendwie eng sein wird, auch von dem Siegen her. Also ich habe mal gehört, dass welche dauernd Zombies umbringen und dauernd werden die Geister spawnen, getrappt und so. Das ist immer unterschiedlich. Also so ist es ja nicht. Also von den Siegen her ist das ein bisschen anders zu unterscheiden. Ich hätte hier beinahe den Kill geklaut. Ron. Beinahe. Ihr schafft es immer, meine Kills zu klauen. Ha, jetzt aber. Ha, Insta-Bomben sind so cool. Ich weiß, es ist camperhaftig, bla bla. Aber hey, was tut man nicht alles, um zu gewinnen? Mal ehrlich. Was tun bitte Roller dann? Und ich habe jetzt keine Tinte mehr. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt ist... Ja genau, geh du da mal hinterher. Was? War hier nicht einer? Gehst du bitte weg? Hallo. Dankeschön. Alter, die hätte mich jetzt so schon mitnehmen können. Hat sie aber nicht. Oh, oh. Das ist natürlich toll. Das ist, glaube ich, mein bester Kampf bisher. Vom Splatfest. Aber hey. Ich meine, warum soll ich jetzt noch in die Gegnerbase latschen? Okay, jetzt wurde ich vom Turm runtergeschmissen. Aber ganz easy, da kommt man ja schnell wieder hoch. So, du kannst bitte weggehen. Ich habe gesagt, weg. Hallo. Natürlich habe ich jetzt wieder nicht mehr. Und ich hätte die noch mitnehmen können. Schade. Naja, der Kill war jetzt... Oh, wir haben sogar da hinten gar nichts eingefärbt. Hatten wir auch nicht nötig. Das war eine schöne Runde. 7:0. Und ja, wie gesagt, die waren ein bisschen unterlegen von den Stufen her. Aber nun gut. Es geht ja nicht um die Kills, sondern ums Einfärben. Ne, das ist schließlich hier der Revierkampf im Splatfest. Sonst kann man während des Splatfests, wie heißt, keine,
Rangkämpfe oder so spielen. Nur wirklich Splatfest-Kampf und privaten Kampf. Keine Rangkämpfe. Aber warum eigentlich die Funktion, dass man den Freunden joinen kann, warum das nicht ist, frage ich mich immer noch, weil man könnte ja zusammen als Zombie-Fan oder halt, wenn man auch Geist ist, dass man dann gegen seine Freunde dann spielt. Aber nun gut. Das ist ja nicht. Da habe ich ja nichts mit zu tun. Und ja. Das Schlimmste bei Splatfest ist, dass viele Disconnects kommen. Und das ist richtig blöd. Aber hey. Nun ja, dieses Mal auf Camp Schützenfisch. Das ist schön, dass jetzt eine andere Map kommt und nicht immer dieselbe. Aber wie gesagt, es kann echt sein, dass viele Disconnects kommen bei Splatfesten. Und das regt einfach auf. Vor allem, wenn man gerade gut ist. Und ja, das ist halt ein bisschen blöd. Aber nun ja. Vielleicht sind die so überlastet, weil es eben nur Standardkampf gibt. Und natürlich auch Privatkampf, aber das spielt, glaube ich, so gut wie keiner, wenn man schon Fanclubleiter ist und keine Lust mehr hat. Oder was auch immer, weiß ich nicht. Oder leveln will seine Stufe oder so, weiß ich ja nicht. Aber naja. Ah, ich finde das nachts hier immer so cool. Das sieht immer so schön aus. Das sieht immer so toll aus. Und da ist ein Sniper, deswegen gehe ich weg. Gehe ich weg. Lass mich in Ruhe. Ich will nur einfärben. Ja, geh weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich folge meinem Teammate, den Anton. Wenn ich das richtig gelesen habe. Anton. Den Anton. So, ich färbe hier alles schon ein. Gut, was machst du bitte? Geh weg. Geh weg. Oh, jetzt kommt dann wieder ein Sniper. Sniper, geh weg. Lass mich in Ruhe, Skorpion. Ich habe Angst vor dir. Voll so, bam. Aber naja. So, jetzt kriegt ihr auch noch schön von mir ein Tinferno reingedrückt. Und ihr könnt alle schön da bleiben. Hey, der wurde sogar noch gekillt. Schön getötet. Sollte mich nicht zu früh freuen. Man sollte nicht Gegner beleidigen. Das sieht jetzt schon meistens. Okay, es sieht ausgeglichen aus. Was? Warum ausgeglichen? Nein, sehe ich gar nicht ein. Warum ist das ausgeglichen? Sehe ich nicht ein. Geht mal weg. Geh weg. Hab ich gesagt. Dankeschön. Und du Sniper, was willst du da? Geh weg. Geh weg. Als Sniper hast du dich da hinten zu verhalten. Genau. Geh weg. Oh, da kommt noch einer. Da kommt noch einer, aber den habe ich jetzt weggeschnetzelt. Den habe ich jetzt mal weggemacht. Weggespeecht. So. Ja, es ist wieder camperhaftig. Aber ich zeig mich ja. Ich verstecke mich ja hier nicht so lame hier an der Wand. So. Und dann bam. Sondern ich zeige mich ja hier. Das heißt, man kann mich ohne Probleme killen. Ich bin ja. Es gibt nämlich Roller, die sich hier nämlich so schön verstecken. So. Und dann. So raus. Kommen. So richtig. Boah. Nee. Kann ich gar nicht ab. Aber nun ja, was soll man tun? So. Jetzt habe ich sogar ein bisschen meinen. Kommst du hierher? Kommst du hierher? Kommst du hier? Gehst du wieder weg? Hau ab. Ich. Geh weg. Geh weg. Habe ich gesagt. Und ich wurde sogar ermordet. Von Klecksbomben. Beziehungsweise, die haben mich erst so ein bisschen von weitem her geschadet. Und ja. Warum sieht das immer noch ausgeglichen aus? Wir führen doch. Laut der Karte. Also, wie bitte? Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen. Dann mache ich da noch ein bisschen die Flecke. Was? Wieso fit grün jetzt schon wieder? Hä? Will die Karte mich verarschen? Wenn wir jetzt verloren haben, ne? Wenn wir jetzt verloren haben, weil ich jetzt da gestorben bin und mein Team nichts gebracht hat. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar jetzt. Wow. Okay, der andere hat noch mehr eingefärbt, aber die, ja, wie man sehen kann, einer hat so gut wie gar nichts zustande gebracht. Der Sniper. Ja, gut. Alles klar. Na gut, ne? So, auch jetzt der Halbguthafen. Schön. Drei Maps hintereinander, die abwechselnd kommen. Das ist doch mal schön. Im Gegensatz zu einem Part, wo wirklich die ganze Zeit nur Arowana Center kam, aber im letzten Match natürlich die Moränentürme. Da wollte ich mal, dass alle Maps kommen, aber jetzt nö. Dann war das da nicht. Und hier kommen alle so schön abwechselnd. Das ist doch toll. Das freut mich. Ob das meinen Teammates genauso geht, weiß ich nicht, aber mal gucken. Werden wir dann ja sehen. So.
wahrscheinlich welche zu bekriegen. Und ich habe den jetzt schon mit der Hitzebombe getötet. Ich meine, man kann sie auch schmeißen, ne? Weil mein Teammate hat ihn erstmal so schön geschwächt, aber dann wollte er flüchten und dann komme ich und habe nochmal eine Insta-Bombe geschmissen. Und natürlich ist da ein Sniper, der sich denkt, ich kann da stehen bleiben. So richtig lame. Aber nö, vergiss es. Vergiss es. Nein. Was willst du? Scheiße. Ja, da war ich oben. Da konnte ich nichts sehen und war dumm. Aber hey, ich habe einen Sniper gekillt, das war schön. Das war so schön. Der hat sich so gedacht, ah, ich kann da stehen bleiben. Hier kriegt mich eh keiner. Boah, mal Angst vor mir. Tja, ich schleiche mir von der Seite an und töte dich dann. So, kommt da jemand? Natürlich. Warum frage ich überhaupt? Lass mich doch mal in Ruhe hier. Ich will nur hier einfärben. Das ist wieder der Sniper, oder? Ich kann weggehen. Oh nein! Ich hab's doch gar nicht auf die abgesehen. Enjoy. Enjoy. Enjoy the music. Okay, das war, ja. Das ist bei mir meistens immer so. Wenn ich jemanden töten will, da kommt ein anderer daher. Und wow, ich wollte ihn auch gerade töten, dann kommt so ein schöner Roller von hinten. Ach, ich schieb dir recht. So. Du bist schon mal weg und geh weg. Und mach deine Kacke da weg. So. Und was wollt ihr denn? Geht mal alle weg. Ah, da tut jemand sein Teammate beschützen. Oh, das haben wir noch nicht mehr lange gesehen. Jetzt will da einer spawnen und der schmeißt so eine Wall hin. Ah. Ich kann dich auch von da oben treffen. Geh weg. So. Damit die auch was zu am Einfärben haben da hinten, können sie das tun. Alter. Wo ist der? Hä? Ich dachte gerade, der Strahl kommt von da, aber nee, der Sniper ist immer noch da oben. Was bringt die Heuboje? Die bringt gar nichts. Die bringt so gut wie gar nichts. So. Ich hab dich genau gesehen, dass du da bist. Ich hab dich ganz genau gesehen. So. Wieso soll ich zu euch kommen? Sagt mir das mal. Warum? Ist doch keine Gefahr da. So. Ist doch noch Farbe. Bei uns doch nicht, oder? Nee, bei uns nicht. Jetzt habe ich auf die Karte geguckt, Mann. Jetzt habe ich auf die Karte geguckt und war abgelenkt. Natürlich ist es eine Gallon. Natürlich. Wir verlieren in 8 Sekunden. Das kann eigentlich nicht, aber ihr kennt mein Glück. Und ich hätte sogar beinahe hätte noch eine Sekunde oder zwei oder drei, dann hätte ich den vielleicht noch mitnehmen können, aber leider nicht. Schade. Schade. Aber nun gut. Gewonnen ist gewonnen. Zu 54,2 zu 38,4. Das ist doch mal was. Das ist doch schön. Und ja. Das lief doch. Das lief doch wunderbar. Noch ein Sieg und dann bin ich glorreicher. Soweit ich das weiß. Und dann gibt's nur noch bis zum Fanclub-Leiter und dann ist man auf maximal. So, letzter Kampf für heute und zwar wieder auf der Camp Schützenfisch. Ja, ich glaube heute ein bisschen kürzer, aber ja, das Internet hier ist mal wieder nicht so schön, deswegen ist das nicht so toll. Aber dann ja. Ich hoffe, dieser Kampf hier wird nochmal schön und wir hoffentlich schön gewinnen. Wenn nicht, werde ich böse. Dann habe ich so ein Kackteam einfach. Das ist einfach Fakt. Das ist dann ein Kackteam. Ich schiebe es immer schuld auf das Team. Und was machst du hier, auf hier rüber zu schießen? Geh weg. Ja, was bringt dir das? Du musst auch treffen, Alter, wenn du mich damit umgebracht hast, ne? Oh Gott. Wisst ihr was? Ihr nervt mich da mal. Lass mich in Ruhe. Hallo. Dankeschön. Wie ist es einer gestorben? So. Meine Güte, ey. So, bist auch mal weg. Mein Gott. Meine Güte. So, jetzt gehe ich natürlich hier in die Base von denen und will hier einfärben. So. Ah, und wir tun natürlich wieder schön führen. Das freut mich. Und da ist ein Sniper. Soll ich ihn töten? Ach komm. Warte. Mann, Thomas. Ich hab's dir doch eigentlich gar nicht auf dich abgesehen. Ich wusste, dass du da bist. Ich habe es eigentlich auf den Sniper abgesehen. So, ich join mal. Zu euch, meine Lieben. Da will jemand in unserer Base. Das sehe ich gar nicht ein. Das sehe ich überhaupt nicht ein. So. Ist er hier noch? Oder ist er runter? Es kann sein, dass er schon runter ist.
Nee, ist er, ja, schon runter. So. Das wird natürlich gleich wieder umgefärbt bei den Gegnern. Gerade umgefärbt und schon wieder bam. Oh nee, das war bei uns. Ups. Ups. Na okay, wir tun die eh wieder Spawn trappen. Das ist schön. So, da kommt wieder jemand mit seinem Insta-Bomben-Hagel, deswegen bleibe ich mal kurz hier, weil Insta-Bomben sind fies. Ich weiß es ja, weil ich sie selber spiele. Oder selber benutze. So, Sniper, was bringt dir das, wenn du da oben bist? Ist mir ehrlich. Deswegen, auch ich als Sniper stehe nicht nur rum, sondern färbe ebenfalls ein. Und meistens bin ich Erster oder Zweiter vom Einfärben her. Deswegen, ich gehe da nicht unbedingt auf Kills, sondern... So, geh weg. Hallo? Alter. Will der erstmal nicht hören, kleine Schlawine. Ihr müsst doch auf mich hören. Ihr müsst doch einfach sterben gehen. Ja, du musst auch zielen mit dem Insta-Bomben. Das ist Pflicht. Man muss doch mit Insta-Bomben zielen. Ich kann nicht einfach so wild durchschmeißen. Zumindest mache ich das nicht. Außer wenn mir langweilig ist. So. Vergiss es, Sniper. Ich will nicht von dir getötet werden. Nicht von dir da oben. Nein. Das tue ich nicht. So, ich gehe noch mal ein bisschen hier. Alter. Oh. Da war noch ein kleiner Böser. Ich habe meinem Teammate geholfen. Und das nenne ich doch eine wunderschöne Runde. Das ist schön lila hier. Zwar vielleicht noch ein bisschen blau. Trotzdem wunderschön. Gut. Ich bin mal gespannt, wie es am Ende ausgeht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Leute.